Kontrollierte Sprengung der A45 Talbrücke Rinsdorf bei Siegen in Nordrhein-Westfalen. Um Schlag 11 Uhr wurden die Ladungen gezündet und die 500 Meter lange marode Brücke brach zusammen. Die Teilstücke stürzten 70 Meter in die Tiefe. Schaulustige zeigten sich interessiert. Ich habe mich einfach gefreut, dass das Ding, die Brücke so runtergekommen, wie sie runterkommen sollte. Man zittert ja auch mal ein bisschen mit, so mit dem Sprengmeister, den kenne ich auch persönlich, ja. Und habe mich einfach gefreut, dass das Ding unten ist. Und wie es gekommen ist, habe ich an sich so erwartet. Unglaublich. Vor allen Dingen, was mich ein bisschen gerührt hatte, war dieser Knall. Und wenn so auch mal ein Krieg sich angehört haben sollte, dann ist es verheerend. Die Verantwortlichen zeigten sich mit dem Ablauf der Sprengung zufrieden.